Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Ausgabe für euch mit den Meilen-Highlights, mit den Meilen-Schnäppchen. Heute gibt es Koffer, Mehrfachmeilen, interessante Ziele mit Meilen-Schnäppchen in der Economy, Premium Economy und in der Business Class. Wir haben Kreditkarten-News, nein, es ist nicht Revolut, ich sage das ganz klipp und klar dazu. Solltet ihr auch wissen. Aber es gibt bei Revolut natürlich auch Alternativen. Nehmt amerikanische Kreditkarten, so wie ich das schon seit Jahrzehnten mache, und holt euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status in den USA. Ihr könnt euch ja hier bei der Nummer melden. Ihr sagt jetzt natürlich, gib mir mal mehr Infos, gib mir mal so ein Ding. Ja, leider gibt es das nicht standardisiert, weil es für jeden Fall anders ist, weil der eine kommt aus der Österreich, der andere aus der Schweiz, der andere aus Deutschland, ist selbstständig, nicht selbstständig, will die Karte haben, will die Barclays Maestro-Kreditkarte in den USA haben, um den Weltkampfbonus zu nehmen. Also verschiedenste Optionen. Deshalb gebe ich euch die Möglichkeit, kostenlos mit mir 15 Minuten einen Call zu machen und ihr kriegt eine maßgeschneiderte Lösung, die ihr auch selber angehen könnt, wenn ihr wollt, oder mit meiner Hilfe auch dann erreichen könnt, dass ihr mehr Kreditkarten nehmt. Jetzt lasst uns in die ersten Themen einsteigen hier bei den Meilen Highlights und Meilen Schnäppchen 2024 April. Und ihr könnt selber entscheiden, ob es ein April-Scherz ist oder nicht. Ansonsten hier aus dem Ritz-Carlton in Rancho Mirage bei Palm Springs habe ich natürlich nicht nur einen geilen Ausblick, den ich mit euch hier teile, auch Flughafennähe. Man hört also auch die Flugzeuge hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, wie ihr das hört. Ich kann euch mal gucken, kann man es sehen, kann man es sehen. Ich warte, da ist es, man sieht es in der Entfernung. Da ist das Flugzeug und verschwindet hinter der Palme. Dann gehen wir wieder ganz runter. Also auf jeden Fall alles super cool und natürlich mit Punkten bezahlt. Fragt mich und wir können auch mit dem ersten Thema jetzt direkt hier starten. Und zwar das erste Thema ist standesgemäß die Lufthansa Kreditkarte und es gibt dafür natürlich auch eine Einblendung. Die Lufthansa Kreditkarte hat eine Aktion. Es gibt vierfache Meilen für alle Umsätze außerhalb Europas. Da könnt ihr vierfache Meilen bekommen. Die Aktion läuft ja schon seit dem 1. Februar und geht noch bis zum 31. Mai. Ich gucke mal auf meinen Sheet, damit man auch nichts Falsches sagt. Ihr könnt bei der Aktion halt wirklich für alle Umsätze vierfache Meilen bekommen. Und das Coole dafür ist halt, pro 2 Euro muss ich natürlich dazu sagen, vierfache Meilen pro 2 Euro. Dass ihr da euch anmelden müsst und jetzt sagt ihr, hey, habe ich verpasst, scheiße, und ich war im Februar oder im März schon in den USA. Kein Grund zur Panik, das Ganze geht retroaktiv. Das heißt also, wenn ihr euch im April anmeldet, gilt das auch für die Umsätze, die ihr außerhalb Europas gemacht habt, im Februar, aber auch im März. Also insofern direkt anmelden und die Meilen sichern und bunkern. Wir haben jetzt das zweite Thema, das wir haben. Das finde ich auch toll. Das sind fünffache Meilen am Frankfurter Flughafen. Wir haben dazu natürlich auch eine Einblendung. Die seht ihr. Und beim Frankfurter Flughafen gibt es halt 500 Meilen, fünffache Meilen bei über 300 Shops gibt es. Ne? 100 Shops, nein, Entschuldigung, 100 Shops gibt es. Und 3000 zusätzlich am Glücksrad im Terminal A, B und C. Im Terminal 1, so ist es richtig, bei den Flugsteigen A, Z und B, kann man am Glücksrand bis zu 3000 Punkte gewinnen. Die Aktion ist auch schon gestartet am 15.03. bis zum 30. April. Haltet also Ausschau nach dem Glücksrad, wo ihr dann nochmal zusätzlich zu den fünffachen Meilen am Flughafen die 3000 Meilen gewinnen könnt. Ich weiß gar nicht, ob das mehrfach geht. Also, schaut es euch an und guckt, ob ihr Glück habt, wie ihr das Ganze macht. Ganz einfach, wenn ihr beim Einkaufen seid, gebt eure Kartennummer an und die Punkte werden in Restaurants, aber auch in Duty-Free-Shop angerechnet. Auch übrigens für den Online-Shop. Ich möchte das nicht vergessen, mit dem Online-Shop zu sagen. Ihr merkt, hier in Palm Springs ist Rush Hour, das nächste Flugzeug. Ich glaube, eine Delta ist es. Ihr seht es da ganz nur in der Palme. Also insofern ist hier für alles gesorgt und für Action. Wir gehen jetzt weiter, nachdem wir den Flughafen Frankfurt erwähnt haben, mit dem Thema Frankfurter Allgemeine Zeitung. Und zwar die Frankfurter Allgemeine Zeitung, wenn ihr ein Abo abschließt, und zwar ein Abschluss des Abos für 12 Monate für die FAZ und die FAS digital, sowie 4 Ausgaben FAQ gedruckt, bekommt man wirklich 47.500 Meilen
Ich habe den Preis jetzt gar nicht im Kopf, was die kostet, die Zeitung. Und ihr nehmt, weil 75 Jahre Frankfurter Allgemeine Zeitung, an einer Gewinnauslosung teil, an der ihr 75.000 Punkte gewinnen könnt. Also auch hier nochmal ein interessanter Bonus, wenn ihr, wie heißt es in der Werbung, hinter der Fass, kluge Köpfe oder so, aber ihr könnt das ja auch unten kommentieren. Auf jeden Fall, ihr seht, da gibt es viele Punkte, Möglichkeiten. Aktionszeitraum hier ist der 1. April bis zum 31. Mai, also direkt loslegen. Der ein oder andere hat ja schon festgestellt, dass Uber nicht mehr funktioniert. Und Uber ist ab dem 31.03. raus bei Miles & More. Und jetzt ist Freenow reingegangen und ihr bekommt bei Freenow Punkte, und zwar 2 Meilen pro Euro. Und ich lese euch das mal vor. Die Partnerschaft mit Uber wurde zum 31.03. beendet. Als Alternative können Teilnehmer in Deutschland, Österreich und Spanien bei Freenow doppelt so viele Meilen wie zuvor bei Uber sammeln, also 2 Meilen pro Euro. Gut zu wissen ist, die technische Anbindung von Freenow an Miles & More wurde im März deutlich verbessert, sodass die Meilengutschrift noch zuverlässiger und schneller erfolgen kann. Hierfür muss man sich einfach bei Freenow anmelden. Anmeldung geht ganz einfach. Ihr könnt euch da mit der Miles & More Service Card Nummer als Business-Zahlungsmittel anmelden. Und dann bekommt ihr pro Euro 2 Punkte gut geschrieben. 2 Meilen. Also bei der Buchung des Taxis natürlich dann auch immer Business als Option auswählen. Aktionszeitraum ist hier der 1. April bis zum 30.06. Schauen wir mal, ob es danach auch noch 2 Punkte pro Euro gibt oder ob es dann nur eine kurzzeitige Aktion ist. Wir mögen natürlich Meilen und solche Sachen hier ganz klar. Aber wir mögen natürlich auch beim Shopping Meilen. Und da ist es so, dass man beim Miles & More Online Shopping jetzt bis zu 15-fache Meilen bekommen kann. Es gibt auch einen Aktionszeitraum, der auf Gesundheit abzielt. Und zwar ist das so, Health and Fitness Aktionswoche, die ist in der 15. bis zum 21. April. Welche Woche ist das, KW? Weiß ich gar nicht. Also von 15. bis zum 21. April gibt es bei ausgewählten Shops sogar noch mehr Meilen. HelloFresh zum Beispiel gibt bis zu 1700 Meilen und bis zu 120 Euro Rabatt. Dann geht es weiter. Ansonsten gibt es in der Woche 15-fache Meilen bei Jack Wolfskin, bei 10-fache Meilen bei Mediacom, 6-fache Meilen bei Puma, Fitness First, Sportcheck. Ich selber muss, glaube ich, noch mal eine Badehose bei Sportcheck kaufen. Meine bekommt ein Loch. Also gute Möglichkeit, wenn ich jetzt demnächst in München bin, da dann noch mal bei Sportcheck reinzugehen und dort die Meilen mitzunehmen. 15. 21. April kann werden. In Shop des Monats, die Shop-Apotheke, sammelt man im April den ganzen Monat 8-fache Meilen. 10-fache Meilen bei Barbour, bei Mai und Edlich, Eterna und Perfume Dreams. 8-fache Meilen gibt es bei Lensbest, Liebeskind, Connox, Outlet City Metzingen, dann Venus, Office Discount, Fashionet, Intimissimi. Und natürlich auch bei Locktent. Aktionszeitraum ist der 1. April bis zum 30. April. Also, immer kaufen, schön, brav. Wer noch einen Koffer braucht, ich weiß, es ist dort die Osterzeit vorbei. Da kann man natürlich schauen, dass man dort vielleicht aber trotzdem einen Koffer bekommt aus der Lufthansa Holiday Collection. Ich selber bin natürlich ein Aluminium-Fan, leider gibt es das nicht auf die Aluminium-Koffer, aber auf die Holiday Collection gibt es 20% Rabatt auf Meilen, aber auch auf Cash. Heißt also, ihr könnt sparen bei der ganzen Geschichte. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Nein, kauft den Koffer jetzt oder kauft einen Aluminium-Koffer, so wie ich das machen würde. Ich finde den Aluminium-Koffer mit der Tasche vorne relativ toll. Hier viele Grüße an Jens Worldshop. Ich freue mich auf Beifahren. Also, dann haben wir noch die Grillsaison. Es ist natürlich angrillen angesagt. Ich habe hier schon gegrillt in Palm Springs und in Rancho Mirage. Bei 28 Grad ist das natürlich schön und mit der Aussicht ist das natürlich selbstredend mit den Flugzeugen, die man sieht. Und da gibt es jetzt 21%, wenn ich das richtig im Augenwinkel gesehen habe, Nachlass bis zu für Grills und für Grillzubehör.
Da könnt ihr also schauen und angrillen und quasi den Frühling willkommen heißen. Wann ist eigentlich Frühlingsanfang? In Helsinki sind es jetzt 11 Grad. Also da gehen wir knallhart auf Frühling zu. Und die Grillsaison, die eingeleitet wird, ist pünktlich zum Start. Kann man bis zu 18.300 Meilen sparen oder 66 Euro auf ausgewählte Produkte des Grillsortiments. Hochwertige Grillgeräte für jeden Anspruch und praktische Grillausrüstung lassen Grillherzen höher schlagen. Aktionszeitraum ist hier der 1. April bis zum 30. April. Also da habt ihr genug Möglichkeiten an Grillen zu machen. Ich habe auch Gewürze schon gekauft. Also alles ist bei mir gesettelt. Einige Sachen, vielleicht brauche ich noch, ich gucke mal im Worldshop, was ich da finde. Und jetzt sagt ihr, hör auf zu sabbeln. Ich möchte endlich die Meilen-Schnäppchen wissen. Ich weiß. Lasst uns das Thema direkt beginnen, die Meilen-Schnäppchen. Und ihr kriegt natürlich auch hier was aufs Auge. Das ist das Intro-Bild. Da ist es. Da schwebt es rein, die Dame. Und lasst uns mit den Meilen-Schnäppchen im April beginnen in der Economy Class. Buchungszeitraum für alle Meilen-Schnäppchen ist natürlich wie immer der 2. April, weil der 1. April natürlich ein Feiertag ist und der 1. April ist natürlich Ostermontag, glaube ich. Ich selber bin zu dem Zeitpunkt im Flugzeug, fliege von Amerika rüber nach Europa und ich höre jetzt wirklich auf zu sammeln, gebe euch die Meilen-Schnäppchen. Also ihr müsst buchen vom 2. April bis zum 30. April. Reisezeitraum für die Kurzstreckenflüge ist der 15. Mai bis zum 30. Juni. 15.000 Meilen kostet der Flug Paderborn, Münster, Köln, Düsseldorf, Berlin oder nach Amsterdam, Luxemburg, Linz, Mailand, Timi, Soara, Nizza, Toulouse, Paris, Bordeaux und Danzig. 15.000. Also da gibt es viel Spaß. Wer aber sagt, ich möchte weiter wegfliegen, für 40.000 Prämiemeilen gibt es Almaty. Da ist der Reisezeitraum 15.07. bis zum 30.08. Ne, 31.08. Es gibt ja 31 Tage im August. Wie könnte ich das nur vergessen? Kostet natürlich hier 40.000 Prämiemeilen plus natürlich Gebühren. Wer sagt, Economy, nee, Lars, das ist bei aller Liebe nicht drin. Premium Economy. Geht auch. Premium Economy gibt es Almaty und da kostet die ganze Bude 15.000 Punkte mehr, nämlich 55.000 Punkte. Buchungszeitraum, Reisezeitraum ist absolut gleich. Und dann könnt ihr sagen, hey, ich gehe los. Was natürlich jetzt der Klassiker ist, ist Business Class, weil es da am meisten Sparen gibt und da kann man mit 55.000 Meilen ja auch schon nach Nordamerika fliegen. Aber lasst uns erstmal die europäischen und innerdeutschen Ziele angucken in der Business Class. Und ihr wisst ja, bei der Kurzstrecke ist der Reisezeitraum 15.07. bis 31. 15.05. bis 30.06. So ist es richtig. 15.05. bis 30.06. Und da ist es so, Paderborn, Münster, Köln, Düsseldorf, Berlin für 20.000, für 25.000 kann man ins europäische Ausland. Da sind natürlich Amsterdam, Luxemburg, Linz, Mailand, Timisoara, Nizza, Toulouse, Paris, Bordeaux und Danzig mit den 25.000 Prämienmeilen drin. Und jetzt sagt ihr, ich will für 55.000 Meilen nach Nordamerika. Und ich sage, ja, das geht. Kanada, Toronto und Montreal. Hin- und Rückflug plus Meilen, plus allem, plus Steuern, plus Spaß, 55.000 Meilen. Das ist ein guter Schnapper in meinen Augen. Vor allem Toronto lohnt sich immer wieder, wenn man den Reisezeitraum sich anguckt. 15.07. bis 31.08. mit dem Buchungszeitraum 2. April bis zum 30. April. Das ist für mich ein super Reisezeitraum, nach Toronto zu gehen. Ich mag Toronto, ich habe da ja auch eine Zeit lang gelebt. Also insofern bin ich mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ihr könnt natürlich sagen, ob ihr das Ganze als April-Scherz empfindet oder nicht. Oder ob ihr sagt, nee, da sind tolle Sachen bei, tolle Ziele bei. Kommentiert unten. Und wenn ihr Sorgen, Ängste und Nöte zur amerikanischen Kreditkarte habt, hier, da ist es jetzt richtig. Da könnt ihr mir hier auf WhatsApp eine Nachricht schicken. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Und denkt dran, den Kanal zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Denn wenn ihr bis hierher geschaut habt, könnt ihr das auch noch tun. Also danke euch und viel Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Und für euch jetzt natürlich der Abspann aufs Auge. Oh, da piept die Batterie vom Handy für die Aufnahme. Also pünktlich abgepasst und bis morgen zur nächsten Sendung. Oder heute Abend Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.
Thank you.